Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalu Riot und ich begrüße euch zur 449. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark Natural Disasters und Mass Transit Let's Plays. Ja, große Verwunderung. Ich habe gerade... Oh, da war gerade ein schönes Flugzeug in der Sicht. Habt ihr das noch gesehen? Jetzt ist es weg. Eben richtig schöner großer Flieger hier oben. Egal. Ich habe gerade eben ja, das Spiel neu gestartet, neue Aufnahmesession und drei Mods waren deaktiviert. Einmal hier Improved Public Transport 2, der Traffic President und hier dieser Bagger. Die waren deaktiviert, obwohl ich da meine Finger nicht dran hatte. Warum passiert denn sowas? Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Gut, in den letzten Episoden haben wir uns ein bisschen hier mit diesen Buslinien, U-Bahn-Linien und Tramlinien auseinandergesetzt. Und ich habe in der Pause zwischen diesem und der letzten Episode die ganzen anderen Linien sozusagen angepasst. Ich will euch auch nicht langweilen, indem ich jetzt hier 6, 7 Episoden hintereinander zu den schon aufgenommenen 6, 7 Episoden, wo ich hier praktisch nur eine Sache mache, ja... Wie gesagt, will ich euch nicht langweilen. Das heißt, ich habe alles überarbeitet. Ich habe ja das alles so über den Daumen mehr oder weniger eingestellt. Busse, hatte ich ja gesagt, ungefähr Hälfte der Bushaltestellen. Was im Grunde genommen auch ein Nonsens ist. Da muss ich mich nochmal beim Ghost Rider bedanken. Der hat mich da auch nochmal aufgeklärt. Im Grunde genommen macht es ja auch Sinn, sich so ein bisschen nach den Passagierzahlen zu richten. Aber das müssen wir erstmal beobachten. Wir lassen hier die Linien erstmal eine ganze Weile trudeln. Also ein paar Episoden. Und dann werden wir das mal stichprobenartig testen und dementsprechend vielleicht Änderungen machen. Auch hier, die Linien habe ich auch so ein kleines bisschen überarbeitet, was die Fahrzeuge betrifft. Genauso die U-Bahnen. Ja, lassen wir sie erstmal einfach machen und wir kümmern uns mal ein kleines bisschen um die Stadt selber. Es gibt ja hier noch andere Ecken, die wir noch rundfeilen können sozusagen. Zum Beispiel, ja, eben vor keinen 5 Minuten waren wir hier noch drüber. Ich meine, gut, das ist auch noch super knapp hier. 30 Megawatt, die wir vorne liegen. Hat mich hier gewundert, weil wir ja auch Leute verloren haben. Das heißt, im Grunde genommen müssen ja weniger Leute Strom verbrauchen. Aber das findet nicht statt. Aber das Schöne ist, dass wir wieder so ein bisschen Knete einnehmen. Das gefällt natürlich gut. Ja, Strom. Ich glaube, ich schiebe mal 5% mehr rein in die Stadt. Heute in Geberlaune 115 machen wir da mal und 110 und können dann das auch erstmal wieder eine Weile als abgehakt sehen. So viel ist es aber auch nicht. Wartet, kommt da noch was? Nee, das wart wohl. Eieieiei. Ja, ich sehe das ja sowieso deutlich, dass ich hier diese Ecke, also hier meine Versorgungsecke, irgendwann nochmal komplett überarbeite. Weil 4 Kraftwerke werden ja wohl nicht reichen und jetzt hier noch nebenbei irgendwie Solarpanels oder hier diese Propeller aufzustellen, sehe ich ja nicht ein. Ich finde es am effizientesten und dabei sollte man dann, würde ich dann auch gerne bleiben. Gut, was machen wir ansonsten? Der Ghost hätte gerne einen Bahnhof nach ihm benannt, und zwar einen Passagierbahnhof. Hier so mit Zug und so, und das habe ich ja nun überhaupt noch gar nicht. Also wollte ich auch ehrlich gesagt gar nicht haben. Ich meine, es gibt hier noch andere Möglichkeiten für Touristen, hier in die Stadt zu kommen. Was ist da los? Hier ist was unterbrochen, wieder ein Blitz eingeschlagen oder so. Was könnte denn hier passiert sein? Warum fehlen denn hier wieder... Verbindung. Also ich kann mich erinnern, dass ich das extra hochgebaut habe, damit die Schiffe durchfahren können. Die Schiffe würden auch durchfahren, wenn die Dinger niedriger wären, aber einfach mal ein kleines bisschen mehr Realismus reinbringen. Ja, und hier ist irgendwie das Stromnetz unterbrochen. Aus was für Gründen auch immer. Ja, also ich denke ja nach wie vor, dass mit Mass Transit wieder komische Sachen hier passiert sind. Ne, wir nehmen den und... Naja, von der anderen Seite. Ne, wir kommen hier nicht ruf. Der hat wieder Raster-Geschichten irgendwie. Der alte Raster. Hier geht nicht. Na, ja, dann hier eine Plemperin. Ab ins Wasser. Hilft ja nicht. Hauptsache, wir haben eine Verbindung. Leute, was ist denn hier los? Hallo?
irgendwie passieren hier merkwürdige Dinge. So, was können wir dann sonst noch hier schnell korrigieren? Sehen wir sonst noch irgendwo Verbindungsunterbrechungen? Ja, zum Beispiel hier. Ey, Leute, was ist denn hier los? Warum fehlen hier überall Stromenden? Das ist komisch. Also irgendwie... Wisst ihr, was das sein könnte? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich meine, gut, kann man alle einzeln flicken, aber ich würde doch schon gerne wissen, warum, wieso, weshalb, weswegen. Echt komisch. Ja, der noch weg. Dann machen wir das so. Ja, da müssen wir natürlich erstmal die komplette Stadt absuchen, ob da irgendwie noch andere komische Sachen irgendwo sind. Weil Strom ist ja doch schon relativ wichtig. Das Ding scheint voll zu sein. Ja, und die Sterbewelle nimmt ja auch langsam wieder ab. Das heißt, wir können auch ein paar Friedhöfen wieder das Entleeren erlauben. Das ist aber Schnee und soll sich auch entleeren. Ja, bloß wohin? Im Grunde genommen sollte es doch schmelzen bei minus 7,7 Grad hier im Wunderland. So, mehr Stromgeschichten hier oben. Ja, das ist die Autobahn, hier die Connection-Geschichte. Das weiß ich, das wird auch noch eine Weile so sein. Na, erstmal kontrollieren. Na, hier wollen wir wieder ein bisschen Wasser rinkippen. Können wir dann zwei Episoden wieder ausmachen. So. Hier alles okay. Hatte ich nicht parallel zu den Brücken auch immer Strom gezogen? Teilweise wohl. Leute, das müsst ihr doch dem Bürgermeister sagen, wenn er hier irgendwas verändert. Ah, das passt. Das sieht gut aus. Hier unten ist was merkwürdig. Aber auch genau ins Loch. Warum ist denn das so? Komisch, komisch, komisch. Auch hier fehlt was. Also, wir kennen es ja, dass hier, beispielsweise hier sieht man es, wenn man einen Blitz eingeschlagen hat, dann ist das Ding hier so verkohlt. Aber dass hier direkt Stücken fehlen, das ist doch relativ neu. Und wie gesagt, drei Mods waren deaktiviert. Oh, hier können wir auch noch Strom rausschneiden. Weiß. Okay, die Ölindustrie hat keine Arbeiter mehr. Wie sieht's denn aus? Seid ihr endlich fertig hier mit dem Wegschlurfen? Gut, das hier können wir alles weghauen. Ihr habt fertig. Und ich weiß, ich mach's wieder doppelt. Ich nehme erst die ganzen Gebäude weg. Und werde dann... Ja, auch diese Beats-Farbe wegnehmen. Nein, der Mast soll stehen bleiben. Er wird hier nur so abraucht. Geisterrauch. Na. Den. Kleine Zwischenfrage, wie sieht es generell mit Arbeitslosigkeit aus? 3% allerliebst, kann man lassen. Noch mehr? Das hier ist doch, ist das Ölfärbung oder ist das Baumfärbung? Wie gesagt, ich bin ja sehr krank, ich bin ja farbenblind. Ich nehme an, dass das Bebäumung ist. Wenn nicht, ist mir das auch jetzt egal. Ihr hattet lange genug Möglichkeiten, hier Öl zu schlurfen.
Ihr kommt jetzt weg. Okay, das hier oben, würde ich sagen, ist noch Öl. Dann lassen wir das mal so weit hier stehen. Okay. No, da, wo ich jetzt ausgeräumt habe, also wo ich die Gebäude weggehauen habe, kann ich jetzt praktisch auch Tinte wegnehmen. Ja. No, alles weg. Dann können wir auch die Strommasten ein kleines bisschen verändern. Und natürlich müssen wir, oder können wir, das Viertel neu zuordnen. Ich glaube, hier muss ich auch noch mal ein bisschen radieren hier hin. Obwohl, das verschwindet ja jetzt automatisch. So. Na. Nehmen wir das noch weg. So. So, mach doch mal hier den Dampf weg. gibt's ein Stromproblem jetzt? Stromverbrauch 2,8. Super knapp. Gut, hier haben wir irgendein Kabel wohl durchgeschnitten, was hier für Strom sorgen soll. Was ist denn da los? Ja, alles schwarz. Was passiert hier gerade? Hier haben wir Strom, sehr schön. Hier breitet sich der Strom aus. Ein Bypass, sehr gut. Der ganze Norden ist versorgt. Fernway Island. So, und dann gibt es doch hier noch einen Bypass runter. Und solange der blau ist, ist auch gut. So, Flughafen. Und dann ist Feierabend, warum auch immer. Hier kommt Strom an. Und wird auch hier weitergegeben. Ah, okay. Dadurch, dass wir das Öl nun weggenommen haben, das hat auch für Verbindung gesorgt, sozusagen. So, haben wir den Hauptkeks wieder dran hier. Und guck mal, was können wir sonst noch wegnehmen. Hier fehlt auch ein Stück. Was soll denn sowas? Dann ist er wieder dran. So, und warum ist denn das hier stromtot? Alles schwarz, schwarz. Und hier war doch sicherlich mal eine Verbindung. Und selbst wenn eine Verbindung da war, wäre sie auch unterbrochen. Also komisch. Einmal den. Hier hätten wir wieder Strom. Und hier gab es doch sicherlich auch mal irgendwie eine Verbindung. Also habt ihr ähnliche Beobachtungen bei euch in euren Städten? Ich finde das sehr, sehr, sehr... Ja, merkwürdig. Sagte, glaube ich. Tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole. Okay, Big Picture. Hier machen wir wieder Licht an. Tipp, Licht ist an, sehr gut. Und wir liegen jetzt wieder merkwürdigerweise 100 Megawatt vor. 100 Megawatt vorne. Hier gibt es noch dunkle Gebäude. Hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass man hier... Ja, jetzt kommt es an. Flughafen hat Power. Ha. Naja, es gab ein paar Downloads, Cities Workshop-Inhalt, bloß man erfährt ja immer nie, ja, welcher Workshop-Inhalt das war. Da müsste man praktisch sich die ganzen Versionsnummern von seinen, ja, Workshop-Geschichten irgendwie aufschreiben und dann vergleichen muss. Wer macht denn sowas? Das wäre toll, wenn man dann ein bisschen mehr ins Detail gehen würde. Gut, mit einem Auge gucke ich hier so ein bisschen verstohlen auf diese Ecke, denn, wie gesagt, ich würde dem Ghost gerne einen Bahnhof spendieren. Hat er gesagt, hätte er gerne.
Und das wird hier sicherlich irgendwo in irgendeinem Hub stattfinden. Bin aber auch noch ein bisschen am Rätsel, weil ich glaube, dass der Hub und der Hub noch nicht so die endgültige Position haben. Ich glaube, dass ich da irgendwann nochmal damit ändern werde. Und der hier unten, ich glaube, der bleibt. Und heißt eigentlich alles selber Name, ja. Alle Zedernstraße. Hier auch, okay. Interessant. Ich habe auch in der Pause ein paar Straßen umbenannt und zwar hier vom Kern aus heißen jetzt die Ringe einfach Ring sowieso und nicht Hunter Alley oder Hunter Boulevard und sowas alles. Hab's ein kleines bisschen für mich eingedeutscht. Und es gibt ja noch genug Sachen, wie zum Beispiel Tunnel und alles, was hier außerhalb ist, da muss ich nochmal irgendwann ran. Das mache ich aber, glaube ich, auch irgendwann off-cannen. Und da könnt ihr euch auch gerne bewerben, wenn ihr sagt, die Ecke gefällt mir, da hätte ich gerne ein Viertel. Apropos Viertel, hatte ich doch nicht gesagt, dass ich hier beim Öl das Viertel verändern wollte. Die Geschichte hier, der Ölholzplatz, so wie er heuer heißt, der kann eigentlich weg, oder? Vergrößern wir diesen Bereich. Ups. süd und süd. Und grobe Kelle, wollen wir uns mal nicht so dran austoben. Das hier müsste doch ungefähr hinkommen, oder? Ja, Pi mal Daumen. So, wollte ich hier nicht auch explizit Strom gucken? Sachen, die überflüssig sind. Er bekommt Strom hier von der rechten Seite. Dann können wir das hier ein bisschen ausdünnen. Boah, hat der eh nicht gepasst hier. Und lassen ihn stehen. Und die setzen wir neu. Na. Der und der und gut ist es, würde ich sagen. Jo, Stichwort Bahnhof, Personenbahnhof auch noch. Wenn wir ja hier eine schöne Schiene. Aber hier hinten kommen wir kaum noch mit einer Straße hin. Also wenn wir den Bahnhof sicherlich irgendwie hier setzen, können ja praktisch Züge, die von hier kommen, hier über diesen Bypass hier dann raus zum Bahnhof. Und der Bahnhof, das wird dann so ein Kopfbahnhof. Also praktisch, wo Schienen nur reinführen. So dachte ich mir das. Hier, so was, da gab es doch ein großer Endbahnhof. Ein Endbahnhof mit mindestens 12, ja, 12 Bahnsteige. Wer braucht so viel? Kann unterschiedliche Gleise miteinander verbinden. Passagiere können leicht zwischen den Linien wechseln. Na, ist das nicht schön? So, wie groß wäre. Oh! Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Kick mal, der würde seinen Platz auch mehr oder weniger hier an der Straße finden können. Aber wäre nicht schön, wenn wir da noch irgendwie so eine kleine Abfahrt irgendwie ranbauen, so ein Portal. Warum, was ist denn hier mit dem Strom? Ah, der Strom ist okay. Da kann da sein. Ja, und dann halt auch hier so die anderen Umsteiger-Hubs. So Bus auf U-Bahn, U-Bahn auf Zeppelin und was es da alles gibt. Da könnte man sich ja dann auch noch irgendwie austoben. Was käme denn in Frage? Das Busbahnhof ist Knotenpunkt für den Busverkehr. Hier starten oder beenden Busse bzw. ja, Busse bzw. Reisebusse. Das heißt, ich kann das Ding bauen und könnte da praktisch auch eine Bushaltestelle beziehungsweise eine Bushaltelinie hinbauen oder wie? Einfach mal testen. Das ist auch ein neues Element, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe. Was passiert denn hier? Außer Betrieb. Busbahnhof. Ist ein Knotenpunkt für den Busverkehr. Toll. So, dann. Tüdüm. Wir machen einfach mal irgendeine Linie, starten die mal hier. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ah, guck mal. Das heißt, wir können den hier machen. Dann fährt er hier raus. Okay, damit kann man ja arbeiten.
Gut. Und dann daneben, also den Fahrerrückweg hier noch, der soll hier nicht bleiben. Daneben dann irgendwie der Bahnhof. Muss man auch noch irgendwie eine Optik überlegen. Komm mal mit. Du wirst erstmal hier irgendwo geparkt, wenn das zulässt. Natürlich nicht. Ja. So viel zu identischen Abständen. Obwohl hier ist eine dickere Straße. Alle gut. Hab nichts gesagt. Ja, mache ich das hier einfach ein bisschen platter, würde ich sagen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen Land weghobeln. Und hier haben zweimal Strom, der nun auch mittlerweile hier über die Mitte weitergeben wird. Das heißt, das hier kann weg. Juti, dann ja, Grundsteinlegung für den Personenbahnhof. Und zwar in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.